Hallo ihr Lieben zu einem neuen Video und heute reagiere ich auf Anime-inspirierte Hochzeiten. Und warum das, fragt ihr euch zu guter Recht. Und zwar hätten dieses Jahr mein Verlobter und ich geheiratet in der Schweiz, aber da seine Eltern aus Australien nicht einreisen können, werden wir die ganze Hochzeit auf nächstes Jahr verschieben und werden dieses Jahr eine kleine standesamtliche und kirchliche Trauung hier in England haben. Und weil ich ja jetzt in dem Sinn ein ganzes Jahr Zeit habe, die Hochzeit, ich würde nicht sagen neu zu gestalten, das meiste steht schon, aber ein paar kleine Twists hinzuzufügen, die sonst nicht da gewesen wären. Und deswegen besuche ich jetzt eine Seite, die jede Bride-to-be, ich schwöre, schon mal besucht hat. Und zwar Pinterest. Auf Pinterest findet man ja fast alles. Und ja, ich bin gespannt, was andere Paare sich einfallen lassen haben, um so einen gewissen nerdigen Anime-Otaku-Twist zu ihrer Hochzeit hinzuzufügen. Here we go. Okay, ich sehe schon ein paar echt nice Sachen. Zum Beispiel dieser Zelda-Anstecker. Und was ich so nice an diesem Anstecker finde, ist, wie schlicht er gehalten ist. Das ist jetzt nicht so voll in your face Zelda-Theme-mäßig, sondern das ist schlicht. Ich würde auch sagen, dass jemand, der nicht Gaming-Fan ist, diesen Anstecker trotzdem schön findet. Und natürlich der Gaming-Fan, der wird diesen Stecker sehen und denken, oh, wie nice, ein Zelda-Schild, wo vielleicht meine Großmutter einfach sagen würde, ja, das ist ein netter Anstecker. Und das mag ich, so diese kleine versteckten Details. Was haben wir sonst noch? Okay, diese Dragon Ball Torte ist natürlich auch mega nice. Wäre mir jetzt ein bisschen too much und ich mag jetzt auch nicht diese krassen Fondant Torten. Aber das ist definitiv ein nices Extra. Hier haben wir noch eine weitere Torte. Mit Naruto und dieser Level Up und natürlich Totoro. Die Pokémon-Bälle, das habe ich schon mal gesehen. Mir wäre das ein bisschen too much. Ich mag es lieber ein bisschen klassisch und ich würde das nicht sagen stilvoll, aber das wäre mir ein bisschen too much. Aber wenn ihr Pokémon-Fan seid, dann ja, dann gönnt's euch. Wow, dieses Headpiece ist mega nice. Dieses Zelda-Headpiece. Ich denke mir, wenn meine Mom das sehen würde, die hätte keine Ahnung, dass das Zelda ist, aber die würde einfach sagen, ah, das ist jetzt aber ein schönes Elfen-Headpiece, das du da anhast. Auch mega nice. Was haben wir sonst noch? Okay, das ist mega cool. Ich habe zwar Kingdom Hearts nicht gespielt, aber ihr seht wieder, das ist einfach so dieses Klassische und Schöne und dann einfach dieser Touch mit dem Schwert nebendran. Mega nice. So etwas würde ich definitiv auf meiner Hochzeit haben. Die Anstecker sind auch cool, wäre mir aber ein bisschen too much. Also so ein ganzes Figürchen an meinem Freund zu haben, fände ich ein bisschen too much. Aber wenn ich hier runter scrolle, seht ihr die Socken. Das finde ich wieder cooler. Das ist wieder so ein verstecktes Detail. Aber wenn man es sieht und erkennt, dann ist es mega nice. Okay, das finde ich auch mega witzig, wie kreativ auch manchmal Leute sind, jetzt zum Beispiel mit dieser Pokémon-Einladungskarte. Wie gesagt, mir wäre das ein bisschen too much, auch weil mein Freund jetzt überhaupt nicht Pokémon-Fan ist. Ich war ein riesen Pokémon-Fan in meiner Kindheit, aber wahrscheinlich nur bis Generation 2, höchstens 3, dann wurde es mir irgendwie ein bisschen zu viel. Aber auch wieder, was für eine nice und witzige Idee. Okay, diese Controller. Diese Schoko-Controller finde ich auch mega nice. Ich sage euch nur eins. Wenn ihr für jeden Gast, der kommt, einen Schoko-Controller herstellen lässt, das wird verdammt teuer. Die haben eine relativ kleine Hochzeit, wirklich klein. Und die kostet schon genug. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wenn ihr das als Gastgeschenk wollt, dann fangt am besten schon mal an zu sparen für eure Hochzeit. Auch wenn ihr noch keinen Freund oder Freundin habt. Denn das wird teuer. Ich fände das mega nice, aber ich glaube, das passt nicht in unser Budget. Okay, diese Studio Ghibli-Torte ist mega nice. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der riesen Fondant-weiße Torte-Fan. Aber das ist echt cool. Das ist echt nice. Okay, wow. Wieder das gleiche. Hier diese Sailor Moon Accessoires.
Wenn ihr Sailor Moon kennt, dann erkennt ihr es wahrscheinlich auf der Hochzeit. Aber sonst würde man einfach denken, hey, das ist ein süßes Accessoire und die mag das vielleicht, die Braut mag das vielleicht so. Das ist auch wieder einfach so ein kleines, nices Detail. Die Sailor Moon Torte sieht auch echt gut aus. Torte ist definitiv etwas, wo ihr euer Fandom so ein bisschen auslassen könnt. Oh wow, ich hab noch was anderes gesehen. Ah, die Pokémon-Karten, das ist auch wieder, das ist echt witzig. Okay, diese Inuyasha Pockies, ich glaube es sind Pockies, würde ich auf jeden Fall auf meiner Hochzeit anbieten. Das finde ich echt ein süßes Detail. Auch wenn mich wahrscheinlich meine Eltern fragen würden, was dieser Katzenmann bei den Pockies zu suchen hat. Anyway. Wow, die Torten sind echt krass hier. In meinem Kopf, ich weiß nicht, ob ihr diesen Meme kennt, wenn sie da am Ausrechnen ist, aber ich denke nur, wie verdammt schweineteuer so eine Torte sein würde. Ich will gar nicht daran denken, aber nice. Was ist das? Ah, nice, für den Fotobooth so ein paar Accessoires. Das ist auch eine coole Idee. Ich glaube, das würde ich auch machen. Okay, diese Pokémon-Rosen ist ein bisschen too much. Wow. Es gibt nichts, was es nicht gibt im Internet. Okay, das ist... Die Torten sind schon echt nice. Wow, was ist das? Wow. Krass. Ohne Witz, wenn ihr wüsstet, wie viel Arbeit in solchen Einladungskarten steckt, und ich glaube, die sind so individuell und so einzigartig, die kriegt man jetzt auch nicht von jeder Homepage so geliefert. Das ist echt krass. Das ist mega nice. Okay, das ist cool. Sowas zum Beispiel finde ich nice. Diese Dragon Ball, ich weiß nicht, da steht jetzt Cufflinks. Wie nennt man denn das? Ja, für die Männer auf jeden Fall, für den Anzug. Sowas finde ich nice. Wenn ihr zum Beispiel ein Favorite Video Game habt oder Anime oder so und das als, als Knauf in dem Sinn habt, das ist nice. Das ist ein echt kleines, feines, nices Detail. Wow, oh, die Torten sind einfach so nice. Haben wir sonst noch was? Okay, das ist auch ein bisschen too much. Wer will denn dieses Strumpfband mit Pokémon? Das finde ich ein bisschen, muss nicht sein. Okay, das ist auch nice. Diese Bowties mit den Superheroes. Ich kann mir vorstellen, das wäre echt witzig, wenn ihr so einige, wie nennt man das, Best Man heißt das im Englischen. Aber ja, wenn ihr so einige davon habt und die alle verschiedene Superhero Bowties tragen. Ich glaube, das sieht auf Fotos einfach mega nice aus und witzig. Okay, diese Torte, okay, die will ich. Wo kann ich die bestellen? Überhaupt nichts mit Hochzeit zu tun. Anyway, die ist nice. Wow, diese Torten, ich sag's euch, wow, wie krass ist diese Torte. Wie mega, war das Bild gerade mal gespeichert. Wow, wow, das ist einfach, oh, das ist ja witzig. Okay, das ist cool. Achievement unlocked. Obtain a wife. Wie nice. Das finde ich mega cool. Das ist mal witzig. Das ist dieses kleine Detail. Das sieht ja auch niemand außer ihr, wenn ihr das Foto macht oder wenn ihr mit dem Fotografen zusammen seid. Oh, das wird gerade mal gespeichert. Das ist witzig. Okay, safe für die Hochzeit wird das gemacht. Das kostet ja auch nichts. Von dem her, yes. Das war's mit dem Video. Man sieht auf jeden Fall, die Tendenz geht Richtung
Kuchen und dann würde ich sagen Einladungskarten. Dekorationsmäßig habe ich jetzt nicht so groß was gefunden. Leider, mein Favorite ist definitiv das Xbox-Sign mit Unlocked. Und was ich ein bisschen fragwürdig finde, ist dieses Pokémon-Strumpfband. Das finde ich ein bisschen weird. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was euch am besten gefallen hat. Und wenn ihr zum Beispiel ein paar Ideen habt, die nicht im Video erwähnt wurden, dann lasst es mich auch wissen. Und ja, like mein Video, wenn ihr mehr Otaku-Stuff aus London sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.